Ein herzliches Hallo zur zweiten Vorlesung Daten und Wahrscheinlichkeit. Wir starten mit einer kleinen Wiederholung. Was haben wir das letzte Mal gesehen? Das letzte Mal haben wir gesehen, dass zunächst wir einen Zufallsprozess wie folgt beschreiben möchten, also sehr abstrakt beschreiben möchten, als Zufallsexperiment. Zufallsexperiment. Und Sie erinnern sich, das war ein zufälliger Vorgang. Und ganz wichtig bei diesem zufälligen Vorgang war, dass die Menge der möglichen Ausgänge, die wir mit Omega bezeichnet haben, dass die vorab fixiert war. Wir haben dann gesagt, die Versuchsbedingungen sind also auch vorab fixiert und theoretisch, und das ist wirklich etwas, was rein hypothetisch ist, können wir also dieses Zufallsexperiment beliebig oft wiederholen. Und das ist genau das, was wir dann also auch getan haben. Wir haben gesagt, wir machen jetzt n Wiederholungen. Also n Wiederholungen dieses Zufallsexperiments. Wir führen es n mal durch, n eine natürliche Zahl. Und was wir dann bekommen, sind n Ausgänge. Omega 1 bis Omega n sind dann also Ausgänge bei diesem Zufallsexperiment. Und für diese Ausgänge können wir uns jetzt Verschiedenstes anschauen. Und das, was ich mir in erster Linie hierfür dann jetzt anschauen möchte, das ist, wie oft etwas eintritt, wie man auch sagt. Und dazu haben wir uns eine Teilmenge von Omega geschnappt und stellen uns jetzt die Frage, in wie vielen Fällen ist ein Element dieser Teilmenge bei diesem Zufallsexperiment eben aufgetreten, wie man sagt. Und dazu haben wir uns mal Folgendes angeschaut. Wir haben uns das NN angeschaut. Also die Anzahl, wie oft eben entsprechend diese, also eines dieser Omega-Is in A liegt. Und dann haben wir uns zu NN angesehen, also zu diesen sogenannten absoluten Häufigkeiten. Das schreiben wir uns vielleicht nochmal dazu. Also das ist die absolute Häufigkeit. Absolute Häufigkeit von A. Haben wir uns dann auch noch angeschaut, die relative Häufigkeit, also die relative Häufigkeit von dieser Teilmenge A, was einfach nur dividiert ist durch die Gesamtanzahl, also die absolute Häufigkeit durch eben die Anzahl der Durchführungen n. Und was wir schon in ein paar Beispielen gesehen haben, ist, dass für das, was wir wohl als Wahrscheinlichkeit intuitiv begreifen, diese relativen Häufigkeiten, wenn n verdammt groß ist, eben ziemlich gute Näherungen geben für dieses Ding an sich. Und das ist aber genau das Problem, dieses Ding an sich, dieses mathematische Objekt im Hintergrund, ist ein nicht ganz einfaches und deswegen brauchen wir hier einen axiomatischen Zugang. Und der axiomatische Zugang, der sich hier durchgesetzt hat, ist eben der des Wahrscheinlichkeitsraums. Und die erste Komponente, die haben wir sozusagen schon abgehakt, die ist fixiert. Das ist genau diese Menge von möglichen Ausgängen. Also dieses Omega, das wir durch das Zufallsexperiment bereits haben. Die zweite Komponente wird die Menge aller Ereignisse sein, die wir also betrachten wollen. Und dann schlussendlich das doppelt gestrichene P wird das Wahrscheinlichkeitsmaß sein, das uns dann wirklich Ereignisse auf Wahrscheinlichkeiten abbildet. Um eben vor allem diese zwei letzten Komponenten jetzt zu definieren sind und warum wir sie so definieren, das schauen wir uns jetzt an. Und natürlich braucht es jetzt eine kleine Motivation dafür. Also Motivation zur Definition von sowohl f als auch p. Also, warum werden wir die jetzt so definieren, wie wir sie definieren? Und wir werden versuchen, eben axiomatischer genau das, was die relativen Häufigkeiten liefern, abzubilden. Und dazu machen wir ein paar Beobachtungen. Also, die Idee ist, dass wir uns jetzt zwei Mengen mal schnappen, a und b. Das sind Teilmengen von Omega. Und die Idee ist, wir beobachten jetzt einfach mal für zwei solche Teilmengen. Also Beobachtung Dinge, die für die relative Häufigkeit gilt. Also Beobachtungen für Rn stellen wir an. Und aufgrund dieser Beobachtungen für diese relativen Häufigkeiten werden wir daraus schließen, was sinnige Definitionen eben sowohl für diesen Ereignisraum, für das f, wie für das Wahrscheinlichkeitsmaß p dann sein werden. Und dazu starten wir mal mit folgender ersten Beobachtung. Also, erster Punkt. Was ist die relative Häufigkeit der leeren Menge? Das ist also mal eine Beobachtung,
die wir treffen sollten? Ja, das ist einfach zu sagen. Wie viele Elemente von Omega, die wir also als Omega Is jetzt kriegen, also wie viele Ausgänge liegen in der leeren Menge? Welcher Anteil ist das? Na, in der leeren Menge liegt kein Element. Das heißt, es sind 0%, wenn Sie so wollen. 0. Die zweite Beobachtung, die wir machen, ist, naja, was sollte die relative Häufigkeit der ganzen Menge Omega sein? Ja, jedes einzelne Omega I ist ein Ausgang, also per Definition Element von Omega. Was aber wiederum bedeutet, dass 100% aller Ausgänge in Omega liegen, also ist der Anteil 1. Und das heißt, Sie sehen, die relative Häufigkeit der ganzen Menge ist 1. Und was Sie da bitte auch noch beachten, ist, dass wir dazu jetzt aber natürlich brauchen, dass diese beiden Dinge auch Ereignisse sind. Ja? Also das müssen Sie jetzt gleich mitdenken. Wir wollen diese Dinge beobachten und damit wir sie beobachten können, ist da schon mal wichtig, dass sie Ereignisse sind. Dann, nächster Punkt. Sie alle, denke ich, haben das schon mal gesehen, und zwar was ein Komplement einer Menge ist. A-Komplement ist nichts anderes als Omega ohne die Menge A. Also Sie können das auch versinnbildlichen und zu dieser Versinnbildlichung will ich Ihnen dann jetzt auch gleich noch mehr erzählen. Sie können sich vorstellen, der ganze Kasten da ist hier Omega und in diesem Kasten haben Sie eine Menge A und dann ist A-Komplement einfach alles hier außerhalb. Das heißt also alles, was ich da sozusagen jetzt so gelb da anmal, auch wenn ich es nicht ganz bis zum Rand zeichnen kann, das wäre jetzt also hier A-Komplement. Es ist einfach alles, was außerhalb von A liegt, aber natürlich muss es trotzdem noch in Omega liegen. Also Sie schneiden das A aus dem Omega heraus. Und die Beobachtung, die wir jetzt für die relative Häufigkeit machen, ist die folgende. Die Beobachtung ist, na, wenn Sie wissen wollen, was die relative Häufigkeit von A-Komplement ist, dann können Sie sich einfach die relative Häufigkeit von A anschauen. Da kriegen Sie einen bestimmten Anteil heraus und wenn Sie den Anteil vom Gesamtanteil abziehen, ja, dann kriegen Sie den Anteil des Komplements. Das heißt also, das muss dasselbe sein wie 1, weil das der Gesamtanteil ist, also sprich, Sie können sagen, die relative Häufigkeit von Omega und davon ziehen Sie einfach die relative Häufigkeit von A ab. Und bitte, das ist nur Rechnen mit Anteilen, ja? Also das ist jetzt nicht Rocket Science und Sie müssen da jetzt großartig was beweisen. Sie können es sich genau hinschreiben und dann sehen Sie sofort, dass das korrekt ist. Gell? Aber das ist ein wichtiger Punkt, da rechnen Sie nur mit Anteilen, weil es einfach nur relative Häufigkeiten sind. Also das sind ganz einfache Sachverhalte. Dann, was sehen wir noch? Ja, was wir noch sehen können, ist das Folgende. Wenn Sie zwei Mengen jetzt eben haben, so wie wir das schon vorausgesetzt haben, A und B, und A und B sind disjunkt. Disjunkt bedeutet, dass sie kein gemeinsames Element haben, also ihr Schnitt leer ist. Also A und B disjunkt. Und das heißt per Definitionen, also ich gebe Ihnen da sozusagen zwischendrin jetzt gerade eine kleine Definition, die Sie vermutlich schon kennen, aber nur vorsichtshalber zur Wiederholung. Also A und B sind disjunkt, wenn sie kein gemeinsames Element haben, also sprich der Schnitt der beiden Mengen ist leer. Also ihr Durchschnitt ist leer. Das bedeutet also, sie haben kein gemeinsames Element. Es gibt kein Element, das in beiden Mengen liegt. Und natürlich können wir uns das jetzt auch wieder zeichnen. Wie sieht der Sachverhalt hier dazu aus? Also wieder male ich das in so einem Sinnbild hin. Und Sie haben da eine Menge A, eine Menge B. Und der Punkt ist, Sie haben kein gemeinsames Element. Ihr Durchschnitt ist leer. So ein Bild müssen Sie sich darunter vorstellen. Und jetzt ist die Frage, wenn Sie das Ereignis betrachten möchten, A vereinigt B und wir malen hier typischerweise dann ein Plus in die Schüssel, um anzudeuten, dass diese Vereinigung disjunkt ist, wie man sagt, also A und B kein gemeinsames Element haben, ihr Schnitt leer ist, dann schreiben wir Plus rein, um das noch einmal separat zu kennzeichnen, dann sieht man hier, dass das das Gleiche ist wie die relative Häufigkeit von A plus die relative Häufigkeit von B. Na, wie sehen Sie das ein? Sie wollen wissen, was ist der Anteil der Ausgänge, die in A vereinigt B liegen. Dadurch, dass die disjunkt sind, können Sie separat die Anteile bestimmen und dann addieren. Das ist wieder nur Rechnen mit Anteilen. Also Sie berechnen einfach diesen Anteil hier, diesen Anteil da, zählen die dann zusammen und bekommen eben den korrekten Anteil für A vereinigt B. Aber wichtig, nur wenn die beiden disjunkt sind, sonst muss man sich also was anderes überlegen.
Und was können wir aus dem Ganzen jetzt ein Stück weit lernen? Wir sehen, dass es auf ganz natürliche Art und Weise Ereignisse gibt, die Ereignisse sein sollen, also die leere Menge, die ganze Menge. Wir sehen aber auch, dass das Komplement zu einem Ereignis immer auch ein Ereignis sein sollte, weil wir das betrachten wollen. Wir sehen aber noch was, wir möchten auch Ereignisse vereinigen können, wir möchten deren Durchschnitte bilden können. Ja, und das gießen wir jetzt in die notwendigen Bedingungen für eben einen solchen Ereignisraum. Also, das ist jetzt eine Definition, die wir treffen, die Definition des Ereignisraums. Also, was ist ein Ereignisraum? Und genauer können Sie also die Struktur, wenn Sie sie also mathematisch beschreiben wollen, auch wie folgt angeben. Man spricht hier von einer Sigma-Algebra. Also Sigma-Algebra ist sozusagen das, was mathematisch strukturell dahinter steckt. Der Name Ereignisraum ist vollkommen äquivalent in diesem Kontext, betont aber mehr, dass es die Menge der Ereignisse ist, die Sie hier haben wollen. Und das ist eben genau so etwas, das wir F nennen könnten. Und das ist eine Teilmenge der Potenzmenge von Omega. Das heißt, da müssen Sie gleich ein bisschen aufpassen. Das ist sozusagen ein Sack. In diesen Sack packen Sie Teilmengen von Omega. Und sowas nennen wir eben Ereignisraum. Also Ereignisraum. Per Definitionen genau dann, wenn Folgendes gilt. Es müssen drei Eigenschaften erfüllt sein. Und diese drei Eigenschaften, damit man sich es halt vielleicht ein bisschen besser merken kann, nenne ich Sigma 1, Sigma 2 und Sigma 3. Sigma, weil Sigma-Algebra und dann hat man eine kurze Abkürzung dafür. Also nochmal der neue Begriff ist der des Ereignisraums. Wann ist also eine solche Teilmenge ein Ereignisraum und eine Teilmenge der Potenzmenge, also eine Menge von Teilmengen von Omega? Da müssen Sie mal ganz vorsichtig sein. So diese Hierarchie ist nicht so einfach am Anfang zu verdauen. Und da braucht man mal Folgendes. Wir brauchen auf jeden Fall, dass mal die ganze Menge drin ist. Also die ganze Menge sollte drin sein. Die ganze Menge sollte also Element dieser Menge F sein. Jetzt können Sie natürlich gleich die Frage stellen, ja, was ist mit der leeren Menge? Sollte die da auch drin sein? Da werden wir jetzt gleich sehen, das wird die zweite Eigenschaft erschlagen, weil was wir haben möchten, ist, dass zu jedem Ereignis A, also wenn A in F ist, nennen wir es Ereignis. Das werde ich gleich auch noch einmal notieren. Und wenn ja schon mal etwas Ereignis ist, dann wollen wir, dass auch das Komplement ein Ereignis ist. Also so wie Sie das oben gesehen haben, Sie starten mit einem Ereignis, dann interessiert Sie auch, was ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es nicht eintritt, also dass das Komplement eintritt. Und deswegen wollen wir immer auch zu jedem Ereignis sein Komplement dazu haben. Und jetzt kommt die dritte Eigenschaft, die von dem geleitet ist, dass wir Vereinigungen wieder drin haben wollen. Und das ist gleich ein bisschen eine technische Beziehung, also eine technische Eigenschaft, die wir hier verlangen. Wir verlangen, dass für alle A1, A2, A3 und so weiter und so fort. Das ist eine ganze Folge von Ereignissen. Was gilt? Wir wollen, und das sehen Sie oben ganz gut, wir wollen, dass die Vereinigung eben wieder drin ist. Und das heißt also, wir wollen, dass dann auch wieder die Vereinigung von allen diesen Ereignissen, n gleich 1 bis unendlich, über an, wieder Element von f ist. Also das heißt, wenn Sie eine Vereinigung von Ereignissen bilden, dann wollen Sie, dass Sie da A wieder drin sind. Und ich sehe gerade, ich habe Ihnen da ein bisschen drüber rausgeschrieben. Also ich schaue, ob ich das noch ein bisschen da kompakter hinkriege und da noch schreibe in F. Naja, dann ist es gerade und gerade noch drauf. Und das ist also die Eigenschaft, die Sie hier noch haben wollen. Sie wollen Vereinigungen bilden können, die sollen wieder Element von F sein. Und jetzt also ein wichtiger Punkt. Das hier ist eine abzählbare bare Vereinigung. Also schreiben wir das vielleicht so hin, abzählbare Vereinigung. Sie können natürlich jetzt sagen, na, was will er denn jetzt da? Oben hat er einfach nur zwei Mengen zusammen vereinigt und das sollte wieder ein Ereignis sein. Ja, das ist hier drin. Sie können also sozusagen das ziemlich schnell mal hier abbrechen. Das ist absolut in Ordnung und einfach nur kommen Sie gleich drauf, dass Sie nur zwei Mengen zusammen vereinigen können. Also Sie können hinten dran immer die leere Menge klemmen und A1 und A2 zum Beispiel noch zusammen vereinigen.
Dann haben sie also die Vereinigung von A1, A2, die ist wieder ein Ereignis. Aber was sich gezeigt hat, ist, dass man hier eben bis zu abzählbar gehen muss. Das heißt, dass sie eine ganze Folge hier verwenden dürfen, damit die ganze Wahrscheinlichkeitstheorie sozusagen konsistent bleibt. Und das ist die große Errungenschaft, das zu erkennen, wenn sie hier beliebige Vereinigungen verwenden würden, nicht nur abzählbar. Also abzählbar ist immer, wenn sie es durchnummerieren können, wenn sie da eine Folge haben können. Ja? Oder halt endlich viele, ist auch in Ordnung. Aber es hat sich gezeigt, bis zu abzählbar muss man gehen, darüber hinaus darf man nicht gehen, ansonsten bekommen sie also hier keinen sinnvollen Ereignisbegriff. Und das sind eben genau schon die ersten Axiome, die man hier jetzt sozusagen an den Wahrscheinlichkeitsbegriff stellen. Und wie gesagt, Sie müssen jetzt nicht tief verstehen, warum abzählbar hier genau das Richtige ist, aber es hat sich erwiesen, und das sind eben genau sozusagen die Errungenschaft von Kolmogorov, dass das die richtige Eigenschaft ist. Und man nennt es hier Sigma-Vereinigungsstabil, sagt man manchmal auch. Bitte, das ist nur, damit Sie ein Wort dazu haben. Das heißt also, das Sigma hier, ja, das ist stellvertretend für abzählbar. Vereinigungsstabil heißt, Sie können Vereinigungen bilden und bleiben drin. Und Sigma-Vereinigungsstabil heißt nochmal, Sie können abzählbare Vereinigungen bilden und Sie bleiben drin. Das ist also die Idee hinter diesem Namen und vielleicht können Sie es mit dem Namen noch besser merken. Wenn Sie vielleicht für die zweite Eigenschaft einen Namen haben wollen, das heißt also oft komplementstabil. Also komplementstabil. Warum heißt es komplementstabil? Weil es stabil unter Komplementen ist. Also deswegen nennt man das komplementstabil, wer hätte es gedacht. Also Sie sehen, die Namen hier sind größtenteils schon sehr gut nachvollziehbar. Und die, also Sigma 1 hat jetzt, glaube ich, keinen speziellen Namen, zumindest mir keinen bekannten, als dass die ganze Menge Element von F ist. Okay, also wichtige Konsequenzen aus dieser Definition heraus sind die folgenden. Also beachte, wo ist die leere Menge hingekommen? Die leere Menge hat ein Komplement und ihr Komplement ist die ganze Menge. Weil das ist Omega ohne die leere Menge. Oder? Das Komplement der leeren Menge ist die ganze Menge. Ja? Und umgekehrt sehen Sie, das Komplement der ganzen Menge, also Omega ohne Omega, ist die leere Menge. Das heißt also, es ist egal, ob Sie fordern, ob die ganze Menge oder die leere Menge drin ist. Wenn Sie diese Komplementstabilität haben, dann folgt zum Beispiel, wenn Sie jetzt annehmen, die ganze Menge ist drin, dann folgt damit aus der Eigenschaft Sigma 2, dass auch die leere Menge Element von F ist. Ja? Also wenn Sie einen Ereignisraum haben, brauchen Sie nicht extra fordern, dass die leere Menge drin ist, sondern es folgt aus Sigma 2, aus dieser Komplementstabilität. Sie haben immer das Komplementärereignis drin, also das Komplement der ganzen Menge in dem Fall, und damit ist die leere Menge auch immer drin. Okay, das ist also mal erstes Beachte. Das zweite, was Sie eben jetzt hier beachten sollten, ist, dass Sie Folgendes machen können. Wenn Sie ganz genau sind, sehen Sie unten, dass wir immer diese mühseligen, ganzen abzählbaren Vereinigungen da haben. Aber bitte keine Sorge, Sie haben damit auch eben die Vereinigung von nur zwei Ereignissen drin. Warum? Weil Sie hinten in dieser Folge immer die leere Menge einfach dazu vereinigen können. Ja? Sie können also immer nur da hier die leere Menge dazu vereinigen, Punkti, Punkti, Punkti. Das ist aber, wenn Sie die leere Menge dazu vereinigen, ändern sich genau gar nichts, Sie nehmen ja kein Element dann dazu, ist es also A1 vereinigt A2 und das ist damit wieder Element von F, wenn A1 und A2 Element von F sind. Und das nennt man also einfach nur Vereinigungsstabilität, ohne dieses Sigma davor. Das heißt, Sie können die Vereinigung von Zweien bilden und bleiben wieder drin. Und das ist eben sozusagen die endliche Vereinigungsstabilität, die Sie hier haben. Und die ist natürlich also immer auch gegeben unter dieser sozusagen vorherrschenden Eigenschaft. Und was eben auch noch dazu kommt, ist, Sie können das Ganze natürlich auch noch ausdehnen. Gell? Sie können jetzt A1 vereinigt A2 vereinigt A3 machen und dahinter jetzt sozusagen wieder die leere Menge klemmen und sehen, dass Sie also sofort die endliche Vereinigungsstabilität haben. Also die bereits aus der, sozusagen für zwei Mengen auch folgen würde. Ja? Also Sie sehen, für endlich viele, bitte, Ereignisse, die Sie zusammen vereinigen, haben Sie immer wieder ein Ereignis. Das ist also ein wichtiger Punkt, den Sie hier also beachten sollten.
Na gut, jetzt haben wir also mal die Struktur von Ereignissen. Das ist also jetzt die Zielsetzung, die wir hatten und die haben wir erledigt. Also, das ist also das, was wir jetzt hier festhalten können. Wir haben jetzt quasi definiert, was die Struktur von Ereignissen ausmacht. Also, was müssen Sie mit Ereignissen machen können? Das habe ich Ihnen jetzt definiert. Also, Sie müssen als Ereignis die ganze Menge haben, Sie müssen Komplemente bilden dürfen und Sie müssen sinnvoll Vereinigungen bilden dürfen. Das ist also mal ein wichtiger Punkt. Und jetzt sagen Sie aber vielleicht in meinem Beispiel hier oben, na, da fehlt noch was. Schauen wir mal da noch kurz drauf. Und zwar, weil wir auch solche Dinge bilden, wie vielleicht nicht nur Vereinigungen, sondern auch Durchschnitte. Und da gibt es aber gute Nachrichten. Die Struktur lässt sich jetzt hier noch erweitern. Wenn Sie also noch einmal haben, A und B sind also zwei Ereignisse, dann können Sie auch Folgendes machen. Und zwar, Sie können A geschnitten B bilden und auch A geschnitten B ist wieder ein Ereignis. Das heißt also, die Struktur von Ereignissen, so wie sie jetzt definiert ist, behaupte ich, die erfüllt alles, was wir sozusagen wirklich wissen wollen, ausrechnen wollen und so, weil Sie auch zu zwei Ereignissen das Ereignis betrachten können, A geschnitten B, was so viel heißt wie A und B treten gleichzeitig ein. Und vielleicht kann ich Ihnen da auch noch einmal so ein Sinnbild hier hinmalen. Also Sie stellen sich vor, Sie haben zwei Ereignisse. Jetzt aber im Vergleich zum Beispiel zuvor, die sind nicht disjunkt, die haben einen nicht leeren Schnitt. Das wäre also das Gelbe hier. Das ist also A geschnitten B. Und natürlich würden Sie ja gerne entscheiden können, tritt A geschnitten B ein? Tritt A und B gleichzeitig ein? An solchen Dingen sind Sie natürlich massiv interessiert in verschiedensten Situationen. Ja? Also Sie wollen halt durchaus wissen, ob eben zwei Ereignisse zur gleichen Zeit eintreten. Und also zur gleichen Zeit muss man jetzt ein bisschen vorsichtig sein, aber ob also beide bei der Durchführung des Zufallsexperiments eintreten oder nicht. Und warum ist auch das erfüllt? Na, da gibt es was Fantastisches. Das nennt sich die De Morganschen Regeln. Die haben Sie sicher schon mal irgendwo in Ihrer Mathematik-Grundausbildung gehört. Sie können also bei Mengen Komplemente bilden. Und wenn Sie das bei Vereinigungen bzw. bei Durchschnitten machen, dann drehen sich Vereinigungen und Durchschnitte um. Also wenn man hier das Komplement drüber zieht, dann wird aus der Vereinigung ein Durchschnitt und aus den Komplementen der einzelnen Mengen werden bei noch einmal Komplementbildung wieder die Mengen selbst. Also noch einmal, die De Morganschen Regeln sagen Ihnen, also die halten wir vielleicht hier noch einmal fest, wenn Sie das Komplement bilden, von A geschnitten B bekommen Sie A Komplement vereinigt B Komplement. Und wenn Sie also das Komplement bilden der Vereinigung, also wenn Sie A vereinigt B das Komplement bilden, dann bekommen Sie A Komplement geschnitten B Komplement. Okay? Das sind also die sogenannten De Morganschen Regeln. Also, das ist dem Morgen. Dem Morgen. Und die sollten Sie irgendwo schon mal gesehen haben. Also, ich nehme stark an, die haben Sie schon mal irgendwo gesehen, die sogenannten dem Morgenschen Regeln. Und die verwenden wir jetzt hier auf dieser Seite. Also, wenn wir da jetzt nochmal rüberschauen, sehen wir, dass wir hier genau diese dem Morgenschen Regeln verwenden. Wenn wir hier das Komplement bilden, haben wir das Komplement vom Komplement. Und das ist also A. Aus der Vereinigung, also aus der Schüssel, wird der Hügeler. Und das ist also eine einfache Anwendung der De Morganschen Regeln. Und jetzt kann man mal ganz kurz hinschauen, was wir jetzt wissen. Wir wissen bereits, dass die Komplemente von Ereignissen Ereignisse sind. Das heißt, A-Komplement, B-Komplement sind Ereignisse. Jetzt wissen wir aber noch was. Wir wissen auch, dass die Vereinigung von Ereignissen Ereignisse sind. Und zwar nach welcher Eigenschaft? Das ist also die Eigenschaft Sigma 2, Entschuldigung, Sigma 3. Also nach Sigma 3 wissen wir das hier. Nach Sigma 2 wissen wir jeweils, dass die Komplemente hier drin sind. Ja?
Also Sie sehen, aus unseren Eigenschaften kann man das schlussfolgern, und zwar die des Ereignisraums. Und am Ende verwenden wir jetzt noch einmal, wir wissen schon, dass A-Komplement vereinigt B-Komplement in F liegt. Wenn wir noch einmal das Komplement bilden, weil wir ja diese Komplementstabilität haben, also sprich Sigma 2, landen wir also tatsächlich hier wieder in F. Also es ist tatsächlich so, A geschnitten B, also dieser Durchschnitt, die Frage nach, wann treten A und B gleichzeitig ein, so können Sie es verbalisieren. Auch das hier ist also wieder ein Ereignis. Und wir sehen also, wir haben sehr schön hier so die Struktur von Ereignissen abgebildet, und ich kann Sie also beruhigen, diese Definition ist also eben genauso gemacht, dass es zu unserer Erfahrungswelt passt. Na gut, jetzt gehen wir also einen Schritt weiter. Der Schritt, den wir weitergehen wollen, ist, jetzt habe ich Ihnen ja diese Bilder gezeigt. Ja? Also solche Bilder wie hier, also wo man vielleicht mal Omega hinmalt, hier eine Menge A, da eine Menge B. Und irgendwie habe ich schon relativ viel über diese Bilder argumentiert. Jetzt möchte ich sogar so weit gehen, die Motivation für das Wahrscheinlichkeitsmaß noch einmal, wie wir es vorhin auch schon gemacht haben, über diese Bilder Ihnen noch mal ein bisschen näher zu bringen, warum Sie wirklich davon ausgehen können, dass diese Bilder eine gewisse Repräsentation haben. Und das werden wir also machen, indem wir eine Runde nach R wechseln. Also, wir wechseln hier auf meine R-Instanz, R-Studio-Instanz rüber und schauen uns an, was wir hier machen könnten. Also, wir setzen mal Folgendes um. Und zwar, wir machen uns ein neues Script-File. Und in diesem neuen Script-File, das, was wir gleich als erstes festlegen wollen, ist, was die Anzahl von Durchführungen eines Zufallsexperiments ist. Und da nehmen wir vielleicht gleich von Anfang an mal 100. Und zu dieser Anzahl der Durchführungen müssen wir uns natürlich überlegen, ja, was wir überhaupt durchführen wollen. Und was wir jetzt durchführen wollen, ist ein Zufallsexperiment, das Sie sich wie folgt vorstellen können. Sie nehmen also einen Kasten, und zwar eine Fläche, und zwar das Einheitsquadrat, und dort lassen Sie Punkte reinregnen. Und diese Punkte reinregnen, das können wir wie folgt realisieren. Wir generieren die einzelnen Komponenten dieser Punkte, und deswegen werde ich also zweimal hier entsprechend das wiederholen, was ich hier mache. Also ich werde insgesamt jetzt eben Punkte hier hineinregnen lassen mit ihren einzelnen Komponenten, und diese einzelnen Komponenten, die sollen wie folgt verteilt sein. Wir wollen also, dass die möglichst gleichförmig über das ganze Einheitsquadrat verteilt sind. Und in R kann man also den Befehl runif verwenden. Unif steht für Uniform Distribution, die Gleichverteilung. Wir können die natürlich jetzt noch nicht genau definieren, weil ich Ihnen ja erst näher bringen will, was wirklich die Definition der Gleichverteilung dann sein wird. Dafür brauchen wir überhaupt erst einmal einen Wahrscheinlichkeitsbegriff und so weiter. Aber also noch einmal, wir nehmen das jetzt mal so hin, und wir wollen also mal sehen, dass es schon ein Zufallsexperiment gibt, das unser Bild hier, das wir die ganze Zeit hinmalen, sehr gut widerspiegelt. Und jetzt müssen wir nur sagen, wie oft wir das wiederholen wollen. Entschuldigung, natürlich n-mal. Und das wiederholen wir also in zwei Komponenten, und wir schauen einmal, wie Omega ausschaut. Ach, n hätte ich einmal ausführen müssen. Also schauen wir uns unten in der Konsole vielleicht mal kurz den Anfang von Omega an. Mit head kriegen Sie immer die ersten sechs Einträge, zum Beispiel eben von, oder die ersten sechs Zeilen von so einer Matrix. Also was rauskommt, ist hier eine Matrix, und Sie sehen also, Sie haben immer zwei Komponenten. Und das Ganze geht also hier sozusagen zeilenweise runter, und jede einzelne Zeile können Sie jetzt interpretieren als ein Punkt. Schauen wir uns das mal eine Runde an. Wenn Sie jetzt also hier dieses Omega plotten, dann sehen Sie also hier, vielleicht skaliere ich das noch so ein bisschen rum, damit es gleich gut ausschaut. Sie haben hier das Einheitsquadrat, und dort lassen Sie Punkte reinregnen. Wenn ich das also jetzt hier öfter durchführe, haben Sie also zufällig irgendwo irgendwelche Punkte liegen. Und Sie sehen, dass Sie die schon ziemlich gleichförmig verteilen über dieses ganze Quadrat, das Einheitsquadrat. Wenn wir 1000 Punkte nehmen, sehen Sie, ist das schon ziemlich gut ausgefüllt. Bei 10.000 Punkten sehen Sie also, dass Sie fast dieses Quadrat kriegen. Bei 100.000 ist die Frage, ob man das noch machen sollte. Sehen, dass Sie da also fast nur mehr einen schwarzen Fleck haben. Und 100.000 Punkte plotten ist jetzt vielleicht dann am Ende nicht mehr so auf die Art die allerbeste Idee. Wir bleiben vielleicht mal kurz bei 1000 Punkten. Und jetzt könnten wir uns Folgendes anschauen. Wir könnten versuchen, ein Ereignis zu definieren. Ein Ereignis dadurch zu definieren, indem wir für jeden Punkt uns anschauen, ob dieses Ereignis eintritt oder nicht. Ich nenne es mal A. Und bei A wollen wir uns jetzt Folgendes anschauen, und zwar, liegt ein solcher Punkt im Inneren des Einheitskreises oder nicht?
Also Sie müssen sich da jetzt eben vorstellen, das ist, wenn Sie da so den Einheitskreis runterzeichnen, oder? Sie wollen wissen, ob für diesen Punkt die 2-Norm, also der euklidische Abstand vom Ursprung hier, kleiner als 1 ist oder eben nicht. Und was wir dazu machen müssen, wir können wieder mal ganz gut mit R üben. Wir können also den euklidischen Abstand mal zeilenweise ausrechnen. Das machen wir mit der Apply-Funktion, die wir auf diese Matrix Omega anwenden. Wir wollen die zeilenweise anwenden. Das bedeutet also hier auf die also sozusagen erste Komponente. Oder? Zeilenweise heißt also, die erste Komponente soll hier, auf die soll angewandt werden. Und jetzt schreiben wir uns hier eine kleine Built-in-Funktion hier. Und die Funktion soll von x abhängen. Und was soll die machen? Wie rechnet man den euklidischen Abstand zum Ursprung aus, also die sogenannte 2-Norm oder die natürliche Norm, können Sie es auch nennen, euklidische Norm, also die Ihnen genau den Abstand vom Ursprung eben hier gibt? Na, indem man einfach nur die einzelnen Komponenten quadriert, aufsummiert und dann wieder die Wurzel zieht. Und genau das machen wir. Das heißt, wir müssen die Wurzel bilden aus der Summe der Quadrate der Komponenten. Ja, das soll es mal soweit sein. Wenn wir nur das machen, bitte ist das noch nicht das Ereignis, sondern dann rechnen wir nur diesen euklidischen Abstand aus, also die sogenannte 2-Norm. Was wir jetzt aber abfragen wollen ist, wo ist die kleiner als 1? Und was wir dazu jetzt eben bekommen, wenn wir mal kurz schauen, das schaut da relativ gut aus. Hier ist der Abstand kleiner als 1, hier ist er kleiner als 1. In der Komponente ist er also größer als 1, das heißt, das ist falsch. Und entsprechend sehen Sie also, dieses a habe ich jetzt als logischen Vektor hier definiert. Und was jetzt ganz praktisch ist, wir können also hier die Farbe in, also dieser Punkte entsprechend dieses logischen Vektors wählen. Und da gibt es eine praktische Funktion, die heißt hier if-else. Und wenn ich hier if-else a schreibe, heißt es, immer wenn a true ist in der Komponente, wollen wir eine gewisse Farbe haben. Die soll zum Beispiel rot sein. Und wenn es nicht true ist, dann soll die Farbe nach wie vor vielleicht schwarz sein. So, ich plotte das. Was sehen Sie? Na, Sie sehen, dass alle Punkte innerhalb des Einheitskreises jetzt also so angemalt wurden, und zwar rot. Alle, die draußen sind, bleiben also so schwarz. Wenn Sie sagen, mir gefällt aber absolut nicht, wie die Punkte ausschauen, können Sie nur BCH setzen, also die, wie die Punkte geplottet werden, als Kreise, als Sternchen, was immer. BCH 20 sind also hier so kleine Pünktchen. Schaut meistens optisch halt ein bisschen besser aus. Okay, was lernen wir jetzt daraus? Naja, was wir daraus lernen ist, wenn wir jetzt hier den Stichprobenumfang ordentlich nach oben schmeißen, sehen Sie, dass wir nahezu Flächen erhalten. Und das passt sehr gut zu den Bildern, die ich Ihnen vorher hingemalt habe, oder? Das heißt also noch einmal, es wird also nahezu hier aus diesem Reinregnen von Punkten, Sie können wirklich vorstellen, wie Wassertropfen, die Sie halt da einfach in so ein quadratisches Becken reintropfen lassen, und Sie registrieren jeden Tropfen, der da also reingeht, die schön gleichförmig da also in dieses quadratische Becken reinzwuseln. Und da sehen Sie also ganz gut, dass jetzt schlussendlich hier eigentlich etwas für uns optisch entsteht, was eine Fläche ist. Und das ist eine sehr gute Repräsentation für solche Überlegungen für Wahrscheinlichkeiten. Sie können sich wirklich darunter echt Flächen vorstellen. Und jetzt habe ich also hier ein bisschen zu viele Punkte natürlich gemalt. Das dauert eine Zeit, bis also das jetzt am Ende hier wieder geplottet ist. Aber ich glaube, jetzt sind Sie auch davon überzeugt. Also am Ende, wenn wir das verdammt oft durchführen, dann sehen wir, dass für uns optisch etwas Flächiges entsteht. Und die Wahrheit ist, im Hintergrund, und über das werden wir dann auch noch sprechen, ist es vollkommen legitim, das also hier als Fläche zu sehen. So, was ich Ihnen jetzt vielleicht ganz kurz noch mache, ist meine Videokamera vielleicht hier noch ein bisschen besser zu konfigurieren, weil ich sehe, im Hintergrund gibt es schon wieder Sonne. Jopp, das gelingt mir hoffentlich gleich. Also, kleinen Moment, schauen wir mal, ob ich mich da wieder ein bisschen heller da mache. Ich hoffe, dass Sie mich jetzt wieder besser sehen. So, also, das lassen wir mal eine Runde so. Und ich hoffe, dass Sie mich da jetzt wieder besser erkennen können. Also falls Sie überhaupt auf mein Gesicht schauen möchten. Na gut, wie geht's weiter? Ja, jetzt sehen Sie schon da, dass wir dadurch natürlich eben Wahrscheinlichkeiten auch am Ende repräsentieren möchten, wieder über relative Häufigkeiten. Und was wir dazu machen können ist, wir haben ja da oben schon so einen logischen Vektor, wir können uns wieder den Mittelwert, also sprich die relative Häufigkeit, das ist genau das, was wir hier ausrechnen, oder? Das ist die relative Häufigkeit von A, die können wir uns ausrechnen, und sie ist 0,785 und ein paar zerquetschte. Und jetzt sollten Sie natürlich schon die Frage stellen, hat es jetzt wirklich etwas mit Fläche zu tun?
Wir wollen Wahrscheinlichkeit als Fläche wahrnehmen. Und das jetzt schon möglichst früh. Ja, die Antwort ist, es hat was damit zu tun. Jetzt müssen wir überlegen, was ist denn die Fläche, die rote Fläche, was hat die für einen Flächeninhalt? Und den können Sie alle ausrechnen. Sie alle wissen, was die Fläche des Einheitskreises, also die Fläche der Einheitskreisscheibe ist, und zwar ist sie Pi. Also Sie wissen, wenn Sie einen Kreis mit Radius L haben, dann ist L Quadrat Pi der Flächeninhalt der Kreisscheibe. Und jetzt haben wir aber hier nur einen vierten Kreis, also sollten wir als Fläche Pi Viertel herauskriegen. Nun, Sie sehen, das ist also schon nicht weit weg, oder? Also mit diesen, wie viel haben wir denn da? 100.000 Punkten haben wir also relativ gut die Kreisfläche, die Viertelfläche approximiert. Und das ist also so ein typisches Beispiel, wie man also so eine Wahrscheinlichkeit, die also hier eine Fläche repräsentiert, berechnen kann, indem man einfach nur zufällig Punkte reinringen lässt und schaut, wie viele Punkte landen eigentlich dann wirklich in diesem Flächenstück und sie einfach nur zählt, also genauer ihre relative Häufigkeit bestimmt. Bitte, das ist nicht die effizienteste Art und Weise, Pi Viertel zu approximieren, aber es ist eine Möglichkeit. Wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen Pi Viertel sehr gut approximieren, das wäre also eine Variante. Und Sie sehen, wir haben es also hier schon geschafft, bis auf die dritte Nachkommastelle. Ja, kann man natürlich noch besser machen. Und Sie sehen also, wenn Sie es mit 4 multiplizieren, bekommen Sie eine ja, mäßig gute Approximation an Pi, an die Kreiszahl. Okay, so viel also zu, warum wir uns Wahrscheinlichkeiten, Ereignisse, also mit Flächen vorstellen können. Also es gibt wirklich eine Repräsentation, die dem entspricht und fachlich vollkommen akkurat ist. Und über das werden wir natürlich aber noch ausführlicher reden, weil ich Ihnen natürlich schon ein bisschen verschwiegen habe, wie diese Punkte genau gesampelt werden. Das ist natürlich das, was dann am Ende dahinter steckt. Okay, und das heißt, die Bilder, die ich Ihnen jetzt sozusagen im Folgenden malen werde, sind daraus einmal legitimiert und jetzt wollen wir also dazu übergehen, wirklich das Wahrscheinlichkeitsmaß zu definieren. Also Definition eines sogenannten Wahrscheinlichkeitsmaßes, also W-Maß. Was ist jetzt ein Wahrscheinlichkeitsmaß? Ein Wahrscheinlichkeitsmaß ist einmal zunächst eine Abbildung. Und diese Abbildung hier also, beim Wahrscheinlichkeitsmaß ist es also so, dass Sie eine Abbildung betrachten. Und diese Abbildung soll eben jedem Ereignis die Wahrscheinlichkeit zuordnen. Also, es wird jedem Element A von F, also einem Ereignis, seine Wahrscheinlichkeit zugeordnet. Also jedes Element von F nennen wir Ereignis, weil das ist ja Element des Ereignisraums, so wie Vektor von Vektorraum ist also ein Ereignis, ein Element des Ereignisraums, deswegen nennen wir es Ereignis. Und dem wollen Sie eine Wahrscheinlichkeit zuordnen. Und jetzt wollen wir halt sagen, wie muss diese Abbildung beschaffen sein, damit sie wirklich das Recht hat, Wahrscheinlichkeitsmaß zu heißen. Ja, und das schaut also wie folgt aus. Damit es also ein Wahrscheinlichkeitsmaß ist, wollen wir also 3 Eigenschaften wieder erfüllt wissen. Und zwar die erste Eigenschaft, also das da ist ein Wahrscheinlichkeitsmaß, also W-Maß. Das ist, reichen 2 Eigenschaften. Die erste Eigenschaft, die ich jetzt also P1 nenne, soll sein, dass die Wahrscheinlichkeit von ganz Omega, und dreimal dürfen Sie jetzt raten, ja 1 sein soll. Warum? Das soll ja absolut übereinstimmen mit dem, was wir für relative Häufigkeiten erwarten. Und schauen Sie da nochmal ganz kurz nach oben. Blub, 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 blub. Also, hier unsere Motivation. Wenn Sie da jetzt noch einmal schauen, da haben wir uns genau überlegt, die Wahrscheinlichkeit, also da nochmal unterstrichen, die Wahrscheinlichkeit, also die relative Häufigkeit von Omega sollte 1 sein. Und das ist aber ganz egal, wie groß Sie n wählen, oder? Das sollte immer stimmen. Und deswegen ist das natürlich auch was, was wir hier verlangen. Also wir wollen haben, dass die Wahrscheinlichkeit der ganzen Menge 1 ist. Und man spricht hier von Normiertheit. Also ein Wahrscheinlichkeitsmaß ist normiert. Das heißt, die ganze Menge hat Wahrscheinlichkeit 1. Das zweite ist jetzt daraus motiviert, was wir so machen können wollen, und zwar mit Vereinigungen. Genauer, wir schauen noch einmal auf unsere Motivation hier oben. Sie sehen, was man für disjunkte Mengen hier eigentlich wollten. Wir wollten, dass die relative
Häufigkeit einer disjunkten Vereinigung die Summe der relativen Häufigkeiten ist. Und das soll sich natürlich auf ein Wahrscheinlichkeitsmaß übertragen, weil es soll ja das richtige Modell sein für relative Häufigkeiten. Das bedeutet also, wenn wir irgendwelche Mengen haben, A1, A2, A3 und Punkt, 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 das sind wieder abzählbar viele. Das ist wieder eine Folge von Ereignissen. Und die sollen paarweise disjunkt sein. Also, paarweise disjunkt, haben wir schon wieder mal verschrieben. Paarweise disjunkt. Also, paarweise disjunkt. Ich nehme an, dass Ihnen klar ist, was paarweise disjunkt heißt. Ich erkläre es Ihnen noch einmal. Wenn Sie zwei herausnehmen, dann sind je zwei, bitte, wenn sie die gleichen sind, disjunkt. Also, jede Auswahl von zweien gibt Ihnen zwei disjunkte Mengen. Also, je zwei sind disjunkt. Und das nennt man dann paarweise disjunkt, um das ganz klar zu machen. Und für solche paarweise disjunkten Mengen sollte jetzt Folgendes gelten. Die Wahrscheinlichkeit der disjunkten Vereinigung, also von n gleich 1 bis unendlich, sollte, über diese an, sollte dasselbe geben wie, also die Wahrscheinlichkeit der disjunkten Vereinigung sollte geben die Summe der Wahrscheinlichkeiten. Also, das sollte sein, die Summe von n gleich 1 bis unendlich über die Wahrscheinlichkeit von an. Und bitte beachten Sie, das ist genau das Gleiche, was Sie da oben jetzt auch gesehen haben für relative Häufigkeiten, bloß jetzt ganz akkurat formuliert für wieder diese abzählbar vielen Ereignisse. Und man nennt das hier Sigma-Additivität. Also diese Eigenschaft nennt man Sigma-Additivität. Also das Wahrscheinlichkeitsmaß ist Sigma-Additiv. Also Sigma-Additiv bedeutet, Sie können abzählbare disjunkte Vereinigungen hier hinschreiben und dann das Wahrscheinlichkeitsmaß einfach durchziehen. Und deswegen ist dieses Plus hier, glaube ich, auch ein besonders gelungenes Symbol hier in der Schüssel drin, oder? Also Sie können sozusagen das Plus durchs Wahrscheinlichkeitsmaß ziehen. Und das ist das, was Sie sich merken sollten und Ihnen sollte es ganz natürlich vorkommen. Aufgrund von relativen Häufigkeiten sollte Ihnen das sehr natürlich erscheinen. Und das wäre also die Definition eines Wahrscheinlichkeitsmaßes. Das ist also hier der neue Begriff. Und natürlich nennt man dann eben, das sind jetzt sozusagen hier ein paar Bemerkungen, die man nur dazu treffen möchten. Also natürlich nennt man dann eben P von A für A ein Ereignis, das nennt man dann die Wahrscheinlichkeit von A. Also wenn Sie ein Wahrscheinlichkeitsmaß haben, also dann können Sie jedes Ereignis hier reinpflanzen und das Wahrscheinlichkeitsmaß bildet das ab auf eben genau die Wahrscheinlichkeit und so nennen wir das bitte auch. Also wenn Sie wissen wollen, was Wahrscheinlichkeit ist, müssen Sie sagen, was das Wahrscheinlichkeitsmaß ist. Das misst Ihnen die Wahrscheinlichkeit. Das ist also mal der erste Punkt, den Sie hier sehen. Der zweite Punkt, den Sie also, den wir jetzt hier auch gleich erwähnen können, ist, dass wir damit rein formal jetzt mal den Wahrscheinlichkeitsraum definiert haben. Also wir haben ja jetzt Omega. Omega bitte war immer schon vorgegeben. Bitte soll bloß nicht eine leere Menge sein, sonst ist es ein bisschen pathologisch. Aber dann haben wir noch den Ereignisraum, den wir jetzt definiert haben, und das Wahrscheinlichkeitsmaß. Und dieses Triple nennt sich eben Wahrscheinlichkeitsraum. Also sozusagen damit ist auch diese Definition jetzt abgeschlossen und korrekt. Also was ist ein Wahrscheinlichkeitsraum? Ein Wahrscheinlichkeitsraum ist dieses Triple, wo Sie sagen, was die Menge der möglichen Ausgänge ist, wo Sie sagen, was die Menge der Ereignisse ist und wo Sie sagen, auf was Ereignisse abgebildet werden, und zwar auf ihre Wahrscheinlichkeiten mit Hilfe eines Wahrscheinlichkeitsmaßes. Das ist also das, was einen Wahrscheinlichkeitsraum ausmacht. Und ein Wahrscheinlichkeitsraum, der modelliert uns ein Zufallsexperiment, so wie wir es beschrieben haben, axiomatisch, konsistent, so dass man also wirklich darauf umfassend aufbauen kann. Also, und das sollten Sie eben auch so sehen, das ist sozusagen unter Anführungszeichen das korrekte Modell. Also korrektes Modell. Ich meine, korrekt ist immer ganz schwierig, deswegen unter Anführungszeichen hier. Es ist ein konsistentes Modell, ein etabliertes Modell, dem also mittlerweile alle vertrauen. Und das ist also das korrekte Modell für ein Zufallsexperiment. Also für ZE, für das Zufallsexperiment. Und damit haben wir also schon mal einen großen Schritt geschafft. Nur muss ich natürlich jetzt an der Stelle gestehen,
so richtiges Gefühl für den Wahrscheinlichkeitsraum, den sie wahrscheinlich noch nicht haben. Das sind abstrakte Definitionen. Jetzt muss man beginnen, die Eigenschaften zum Beispiel dieses Wahrscheinlichkeitsmaßes genauer zu verstehen. Dann lernt man, wie man damit rechnet, damit umgeht, und sie sollten immer wieder den Rückschluss also auf relative Häufigkeiten ziehen, damit ihnen also da eine gute Intuition nicht abgeht. Und genau sowas werden wir jetzt eben machen. Das heißt, wir werden jetzt einen ersten Satz kennenlernen, also einen ersten mathematischen Satz, wo es um die Eigenschaften des Wahrscheinlichkeitsmaßes geht. Also Eigenschaften von P. Man könnte es auch sagen, es sind im Prinzip Rechenregeln. Also wie rechnet man mit dem Ding wirklich? Also, und da geht es viel darum, wie kann ich aus bestehenden Wahrscheinlichkeiten, die ich kenne, andere Wahrscheinlichkeiten ausrechnen. Und was wir natürlich da gegeben haben, ist eben genau ein Wahrscheinlichkeitsraum. Also, gegeben haben wir einen Wahrscheinlichkeitsraum, Omega, F und P. Das ist also ein Wahrscheinlichkeitsraum. Und was wir auch noch gegeben haben, sind A und B, sind also zwei Ereignisse. Und wir wollen uns jetzt also speziell anschauen, wie man eben für, sag ich jetzt mal, nicht allzu viele Ereignisse im Maximalfall, jetzt in diesem Beispiel, also in diesem Satz, wollen wir nur mit zwei Ereignissen rechnen. Da wollen wir schauen, was dann so gilt. Und was gilt, ist das Folgende. Also, erstens mal. Das Erste, was wir also hier als Eigenschaft hinschreiben möchten, ist, man kann also noch andere interessierende Ereignisse ausrechnen. Und ein interessierendes Ereignis, das wäre zum Beispiel die Mengendifferenz. Also auch mit der kann man dann natürlich rechnen. Und das wird also das Erste sein, was wir uns hier hinschreiben. Also man kann auch die Wahrscheinlichkeit von A ohne B bilden. Und bitte, wenn ihr das schon hinschreibt, ist eigentlich sozusagen der erste Teil zu verstehen, warum A ohne B tatsächlich ein Ereignis ist. Und auch für A ohne B kann man also hier die Wahrscheinlichkeit bestimmen. Man kann sie zurückführen auf die Wahrscheinlichkeit von A und die Wahrscheinlichkeit von A geschnitten B, behaupte ich. Dazwischen gehört ein Minus, und das will ich jetzt Ihnen anhand von einem Bild motivieren. Und ich habe Ihnen vorher gesagt, was ich gerne hätte, ist, dass wir eben problemlos Bilder malen können und verstehen, warum diese Flächen, die wir dort angeben und so, überhaupt irgendwas jetzt zu tun haben mit Wahrscheinlichkeiten. Ich glaube, das habe ich Ihnen aufgrund der Simulation jetzt vorher ein bisschen erklären können. Okay, was haben wir hier? Wir haben also eine Menge A, eine Menge B. Nennen wir sie so. Das ist A, das ist B. Und wofür wir uns interessieren, ist A ohne B. Und A ohne B ist nichts anderes als alles, was in A liegt, aber nicht in B liegt, oder? Das ist also A ohne B. Also A ohne B. Und wenn Sie jetzt also wirklich an diese Repräsentation von Flächen glauben, dann sehen Sie, dass Sie Folgendes machen können. Sie können einfach A nehmen, die Fläche, die die Wahrscheinlichkeit repräsentiert, nehmen und davon dann Folgendes abziehen. A geschnitten B, genauer die Wahrscheinlichkeit davon, die wir hier jetzt repräsentieren, durch eine Fläche. Also ich glaube, da ist Ihnen klar, wenn Sie aus dem Kuchen A das Kuchenstück A geschnitten B herausnehmen, was Ihnen überbleibt, ist A ohne B. Und das ist genau das, was also diese Rechenregel hier sagt. Bitte, das ist jetzt kein mathematischer Beweis. Und wir wollen auch wirklich verstehen, wie man solche Dinge jetzt ableitet aus vorgegebenen Eigenschaften. Genau sowas sollten Sie verstehen und nachvollziehen können. Sie müssen nicht alles selber jetzt aus dem Hut zaubern können. Aber das ist wichtig, dass man sieht, das sind die gegebenen Eigenschaften und aus denen kann man das Folgende ableiten. Nächster Punkt, was wissen wir noch? Eine relativ angenehme Konsequenz daraus, die wir schnell ziehen werden können, in der richtigen Farbe, ist, dass die Wahrscheinlichkeit von A Komplement das gleiche ist wie 1 minus die Wahrscheinlichkeit von A. Man spricht da also auch oft von der Gegenwahrscheinlichkeit unter Anführungszeichen oder Komplementärwahrscheinlichkeit, also Gegenwahrscheinlichkeit. Und das ist sicher was Sie alle intuitiv wissen, was Sie schon oft verwendet haben, also allein aus dem Schulunterricht raus oder wo auch immer. Und das wollen wir uns auch noch überlegen, wie das folgt. Vielleicht
gleich das Bild dazu, das wahnsinnig fantastische Bild dazu, ist, wenn Sie hier die Menge A haben, dann haben Sie eben da draußen, ja, irgendwie ist es so nicht so schön. Moment, immer schöner. Also hier draußen in so ein bisschen Gelb haben Sie eben wieder das A-Komplement. Naja, und ich glaube, jetzt ist Ihnen auch wieder klar, was Sie tun müssen. Also die Wahrscheinlichkeit von Omega ist 1, das heißt, der ganze Kasten hat sozusagen Fläche 1 und aus dieser Fläche nehmen Sie die Fläche von A heraus, was die Wahrscheinlichkeit repräsentieren soll und was bleibt Ihnen über? Naja, die Fläche von A-Komplement. Also sprich die Wahrscheinlichkeit von A-Komplement. Na gut, damit haben wir diese Eigenschaft verstanden. Die dritte Rechenregel, die wir also jetzt hier noch haben, ist die folgende. Die Wahrscheinlichkeiten können wir auch sozusagen zueinander in Relation setzen, wenn wir gewisse Relationen der Ereignisse haben. Und eine solche Relation wäre, wenn A eine Teilmenge von B ist, folgt daraus, dass die Wahrscheinlichkeit von A kleiner gleich ist als die Wahrscheinlichkeit von B. Na, wer hätte es gedacht? Also wenn wir vielleicht hier den Kasten wieder dazu malen, schaue ich, dass ich den vielleicht da ganz klein jetzt noch unterkriege, weil ich glaube, viel mehr braucht man dazu nicht. Also das Große da ist A und Sie haben hier irgendwo ein B drin. Ja, dann ist Ihnen klar, wenn das B im A steckt, dann noch einmal, wir repräsentieren nur, wir bilden uns Ideen anhand von Flächen. Ja? Das ist also nicht allgemeingültig, aber Ideen anhand von Flächen ist eine gute Idee. Also wenn B in A drinsteckt, dann ist natürlich der Flächeninhalt von B kleiner gleich als der von A. Also wenn wir an dieses Sinnbild über Flächeninhalte für Wahrscheinlichkeiten glauben, dann sieht das hier also absolut legitim und gerechtfertigt aus. Oder? Jetzt kommt eine letzte Eigenschaft, eine letzte Rechenregel, die wir noch haben wollen. Und zwar, was ist die Wahrscheinlichkeit von A vereinigt B? Und jetzt bin ich mal ganz sicher, dass einige von Ihnen sich denken, ja, wissen wir schon, das ist die Wahrscheinlichkeit von A plus die Wahrscheinlichkeit von B. Aber Achtung, Achtung, in der Schüssel ist kein Plus. Diese beiden Mengen müssen nicht zwingend disjunkt sein. Das heißt also, das Bild, das wir uns hierzu vorstellen müssen, könnte wie folgt ausschauen. Das könnte also so ausschauen, dass Sie hier die Menge A haben. Und da die Menge B haben. Ja? Und die müssen keinen leeren Schnitt haben. Und das ist eben hier der springende Punkt. Schub, 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 schub. Die müssen keinen leeren Schnitt haben. Und jetzt ist die Frage, na, wie könnte man trotzdem dann die Wahrscheinlichkeit von A vereinigt B durch andere Wahrscheinlichkeiten und elementare Rechenoperationen ausdrücken? Ja, und da ist die Idee wie folgt. Das ist sicher mal keine, und bitte das jetzt total unter Anführungszeichen, keine schlechte Idee, wenn man da mal zunächst die Wahrscheinlichkeit, und ich mache es ein bisschen kleiner, die Wahrscheinlichkeit einfach nur von A nimmt plus die Wahrscheinlichkeit einfach nur von B nimmt. Das ist sicher mal eine ganz gute Idee. Das heißt also, wir nehmen hier die Wahrscheinlichkeit von A, dann da die Wahrscheinlichkeit von B. Also immer noch, das da ist A, das da ist B, natürlich immer das Ganze, das ist Omega. Das mag ich nur nicht jedes Mal hinmalen. Und das ist sicher schon mal eine gute Idee, nur jetzt sehen Sie, was passiert ist. Was passiert ist, ist, dass wir diesen Teil hier, den haben wir doppelt gezählt. Wir haben sozusagen zweimal die Wahrscheinlichkeit von A geschnitten B hier dazu addiert. Oder? Also wenn wir wieder dran glauben, dass eben die Flächeninhalte repräsentiert werden können durch oder Wahrscheinlichkeiten durch die Flächeninhalte repräsentiert werden können, dann sehen Sie, dass wir jetzt zwar die Wahrscheinlichkeit von A und die Wahrscheinlichkeit von B haben, aber dazu noch zweimal die Wahrscheinlichkeit von A geschnitten B. Und das wollen wir natürlich so nicht haben. Ja? Also wir wollen am Ende ja die gesamte Vereinigung rauskriegen. Das wäre eigentlich das Ziel. Also wir wollen ja die Wahrscheinlichkeit für die ganze Vereinigung rauskriegen. Also A vereinigt B. Sie sehen aber, jetzt haben wir schon zu viel. Wir haben einmal zu viel den Schnitt dazu gezählt, oder? Also wenn man es wieder in diese drei Teile hier aufteilt, also sozusagen erster Teil, das was in A aber nicht in B liegt, zweiter Teil, das in B aber nicht in A liegt und so weiter und so fort, dann haben wir auch noch den Schnitt, den wir separat nehmen müssen und den Schnitt haben wir aber leider doppelt genommen. Deswegen müssen wir einmal diesen Schnitt wieder abziehen. Also das heißt, einmal diesen Bereich hier, der nichts anderes ist als A geschnitten B
den werden wir sozusagen einmal wieder abziehen müssen. Und bitte, diese Bilder hier, gell, sind nur Sinnbilder. Also das dürfen Sie jetzt nicht dafür vollnehmen, dass ich hier irgendwelche Diagramme addiere und subtrahiere. Aber ich glaube, Sie kriegen die Idee. Das heißt also, auch wieder hier aus der Motivation von Flächen, und nochmal, das haben wir viel über relative Häufigkeiten auch motiviert, ist es so, dass wir auf die Vermutung kommen, dass das die Wahrscheinlichkeit von A plus die Wahrscheinlichkeit von B ist, allerdings minus die Wahrscheinlichkeit von A geschnitten B, die Sie also hier hinten noch ergänzen müssen. Und klingt vernünftig, werden wir aber natürlich jetzt genauer beweisen. Also, los geht's. Schauen wir uns die erste Eigenschaft an. Und die erste Eigenschaft ist, also ich schreibe Ihnen hin, was zu zeigen ist. Was zu zeigen ist, ist noch einmal zur Erinnerung, die Wahrscheinlichkeit von A ohne B ist das gleiche wie die Wahrscheinlichkeit von A minus die Wahrscheinlichkeit von A geschnitten B. Und bitte als erste Überlegung da dazu, sollten wir uns einmal überlegen, ist überhaupt A ohne B ein Element von F, also ein Ereignis? Und das kann man sehr schnell abhandeln. Das ist nichts anderes als A geschnitten B Komplement. Warum? Denkt man kurz drüber nach. Wir brauchen alles, was in A ist und gleichzeitig nicht in B. Das bedeutet aber, Sie müssen den Schnitt von A mit B Komplement bilden, oder? Also ich glaube, da sind wir uns einig. Also A geschnitten B Komplement ist dasselbe wie A ohne B. Das sind alle Elemente, die in A sind und gleichzeitig nicht in B sind. Also das heißt, so könnten Sie A ohne B sogar definieren, wenn Sie möchten. Und damit sehen Sie, haben Sie also alles benannt. Es ist sowieso so, dass A in F liegt, B-Komplement liegt in F, weil B in F liegt, Komplementstabilität. Und wir haben uns schon überlegt, dass also solche Schnitte wieder in F liegen. Also es ist auch schnittstabil, diese Sigma-Algebra, dieser Ereignisraum. Also liegt es wieder in F. Also bitte keine Sorge, wir rechnen schon die Wahrscheinlichkeit von einem Ereignis hier aus. Ja gut, weiter geht's. Was machen wir jetzt? Was wir jetzt machen, ist das Folgende. Und zwar, wir gehen jetzt her und überlegen uns einmal, was wir stattdessen zeigen könnten. Und ich behaupte, dass es ein und dasselbe ist, zu zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit von A ohne B plus die Wahrscheinlichkeit von A geschnitten B geschnitten B die Wahrscheinlichkeit von A ist. Okay, das war nicht Rocket Science. Was habe ich gemacht? Ich bin einfach hergegangen und habe die Wahrscheinlichkeit von eben A geschnitten B auf die andere Seite geschubst. Also auf beiden Seiten addiert. Und warum gefällt mir das jetzt, was hier äquivalent ist, zu zeigen, warum gefällt mir das jetzt besser? Mir gefällt es deswegen besser, weil ich was sehe. Was ich sehen kann, ist, dass hier ein Plus auftritt. Und hier eine Menge in der Wahrscheinlichkeit, da eine Menge in der Wahrscheinlichkeit. Und jetzt sollte Sie das bereits, wenn Sie schon ein bisschen Intuition kriegen, an was erinnern. Und an was sollte Sie erinnern? Ja, das sollte bei Ihnen im Kopf schon ein bisschen was starten. Und zwar sollte das bei Ihnen im Kopf jetzt starten, dass die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses plus die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses dasteht und Sie die Hoffnung haben, dass das gleiche ist wie die Wahrscheinlichkeit der disjunkten Vereinigung. Und tatsächlich ist es hier eben genau so der Fall. Also, überlegen wir uns das nochmal ein bisschen genauer. Also, wie schaut es jetzt hier aus? Wenn wir A ohne B anschauen, dann behaupte ich, dass das disjunkt ist zu A geschnitten B. Das ist einmal die erste Behauptung jetzt meinerseits, also, obwohl ich jetzt schon die Vereinigung hingeschrieben habe. Also, der ganz, ganz wesentliche Punkt, den ich jetzt also hier behaupte, ist, A ohne B und A geschnitten B sind disjunkt. Naja, warum wird das wohl der Fall sein? Da müssen Sie einfach nur da hinschauen. Da sind nur Dinge drin, die auch in B sind. Da sind nur Dinge drin, die nicht in B sind. Ja, damit gibt es kein gemeinsames Element dieser Mengen, oder? Also in A ohne B ist nichts in B. Also darf nichts drin liegen, was in B liegt. In A geschnitten B dürfen nur Dinge drin liegen, die in B liegen. Also, Sie sehen, da haben wir also genau eben entsprechend hier zwei disjunkte Mengen. Und was passiert, wenn wir die jetzt vereinigen? Na, wenn wir diese beiden disjunkten Mengen vereinigen, dann machen wir unser kleines Bild dazu. Wenig überraschend kommt A heraus. Warum? Also malen wir unser Bild. A, B. Und übrigens für solche Dinge haben solche Diagramme, die man oft Venn-Diagramme dann auch nennt, sogar Beweischarakter. Ich glaube bis zu 4 Mengen oder sowas in den Dreh. Also das ist schon sogar okay so zu argumentieren. Und
Jetzt schauen wir noch mal an, wo was liegt. Also ich nehme mal A ohne B, mache ich mal so grün. Also schraffiere mal so grünlich da. Also das da ist eben entsprechend das A ohne B. Dann haben wir eben A geschnitten B. Das machen wir vielleicht da wieder mal so gelb. Also da sozusagen im Bild erkennen Sie ja gut, ja, disjunkt, das glauben Sie mir wahrscheinlich. Also das da ist A geschnitten B. Ja, und was passiert, wenn Sie die wieder zusammennehmen? Ja, Sie kriegen genau A. Weil Sie kriegen alles, was in A und nicht in B liegt. Ja? Dann haben Sie ja sozusagen mal alles, was im grünen Bereich liegt. Und dann alles, was sonst nur in A liegt, liegt aber zudem in B, also in A geschnitten B. Das heißt, wenn Sie die zusammen vereinigen, kriegen Sie wieder A heraus. Ja, und jetzt sehen Sie, warum die Gleichung da oben gilt. Daraus folgt, und zwar das ist die Sigma-Additivität, also das ist das Sigma-2, wie man es da, Entschuldigung, das P2, die zweite Eigenschaft des Wahrscheinlichkeitsmaßes. Also die Additivität gilt auch, für zwei Mengen gilt das natürlich dann auch nur. Also die Additivität des Wahrscheinlichkeitsmaßes sagt uns dann, die Wahrscheinlichkeit von A ohne B, disjunkt vereinigt mit eben A geschnitten B, muss ja das gleiche sein wie die Wahrscheinlichkeit von A ohne B plus die Wahrscheinlichkeit von A geschnitten B. Also Sie haben das Plus einfach durch die Wahrscheinlichkeit ziehen dürfen. Jetzt aber gleichzeitig ist das auch dasselbe wie, und das sehen Sie da oben, wie die Wahrscheinlichkeit von A. Und zwar einfach, weil das hier A ist. Ja? Also das da ist A. Das Ding da ist, hoppala, hinfort, hinfort. Das da ist A. Weil das einfach die Menge A ist, ist das die Wahrscheinlichkeit für A. Und damit haben wir also schon unsere erste Rechenregel bestimmt. Das heißt, wenn Sie die Wahrscheinlichkeit ausrechnen möchten, dass ein Ereignis eintritt, das andere aber nicht, dann haben Sie jetzt die Möglichkeit, das auszudrücken durch die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten des Ereignisses und das gemeinsame Eintreten. Also sprich die Wahrscheinlichkeit für den Schnitt. Gut, das war also die erste Eigenschaft. Schauen wir uns die zweite Eigenschaft, die zweite Rechenregel an. Also, wie können wir die eben entsprechend uns jetzt überlegen? Und da gehen wir vielleicht nochmal ganz kurz eine Runde rauf. Die zweite war als die Rechenregel für das Komplement. Das heißt, schreiben wir es uns nochmal hin. Zu zeigen ist also, dass die Wahrscheinlichkeit von A Komplement das gleiche ist wie 1 minus die Wahrscheinlichkeit von A. Ja, und wir werden sehen, das ist eine einfache Rechnung. Weil A Komplement ist ja nichts anderes als Omega ohne A. Das ist aber genauso eine Mengendifferenz, wie wir sie oben hatten. Und gerade in 1 haben wir gezeigt, dass das das gleiche ist wie die Wahrscheinlichkeit der ersten Menge, also Omega, von der was rausgeschnipselt wird, minus die Wahrscheinlichkeit von den beiden Mengen im Schnitt, also dem Durchschnitt der beiden Mengen. Jetzt wissen wir nach der ersten Eigenschaft, eines Wahrscheinlichkeitsmaßes, der Normiertheit, das ist 1. Also das ist P1, was wir hier verwenden, wenn Sie so wollen. Dann ein wichtiger Punkt ist, was passiert, wenn Sie A mit Omega schneiden? Ja, dadurch, dass A eine Teilmenge von Omega ist, ist jedes Element von A auch ein Element von Omega. Wenn Sie den Schnitt bilden, kommt genau A heraus. Ja, und tada, wir sind fertig. Also das ist das gleiche wie 1 minus die Wahrscheinlichkeit für A. Hurra! Also, damit haben wir das auch erledigt. Und damit kommen wir schon zur dritten Eigenschaft. Also, Gegenwahrscheinlichkeit haben wir jetzt auch schon voll zur Verfügung. Dritte Eigenschaft ist also die folgende. Die dritte Eigenschaft, da ist also zu zeigen, wenn A eine Teilmenge von B ist, folgt daraus, dass die Wahrscheinlichkeit von A kleiner gleich als die Wahrscheinlichkeit von B ist. Wir nehmen natürlich an, dass A jetzt eine Teilmenge von B ist im weiteren Verlauf und überlegen wir uns, was wir tun sollen. Also, was machen wir dazu? Wir schauen uns mal eine Runde dieses B hier an. Und bei dem B ist jetzt die Idee, dass wir es ein bisschen zerlegen. Also, dieses B hier ist jetzt die Obermenge. Und A ist da jetzt so reingestöpselt. Und weil mir gerade schießt, es kann sein, ups, Entschuldigung, Sie sehen, da oben habe ich das wohl vertauscht. Gell? Also, schlechte Skizze, Entschuldigung. Also hier oben, gell?
Ah, super, jetzt ist alles weg. Also korrigiere gerade nur dann fürs PDF die Skizze. Also Entschuldigung, ich glaube, Ihnen war klar, die größere Menge hat da den Namen B gekriegt und die sozusagen im Sinne der Inklusion kleineren Menge hat den Namen A gekriegt. Entschuldigung. Also hier kleine Korrektur angebracht. Interessant, dass man das jetzt schießt und jetzt vorher nicht sehe. Also, Sie sehen schon, schleichende Demenz. Na gut, dann geht es also weiter hier. Also die Wahrscheinlichkeit von B wollen wir zerlegen und zwar wie folgt. Einmal wollen wir diesen Kreisring da draußen haben. Also diesen Kreisring da draußen. Den wollen wir haben. Und also richtiger Kreisring ist das natürlich nicht, aber das ist also hier B ohne A. Das wollen wir also hier haben. Und dann wollen wir es zusammensetzen mit einfach nur der Wahrscheinlichkeit für A. Sie sehen, das ist also auch wieder hier so disjunkt zusammenbastelbar. Das heißt also, wir können das hier schreiben als die Wahrscheinlichkeit von B ohne A und das disjunkt vereinigt mit A. So kann man das schreiben. Dann verwenden wir wieder die Sigma-Additivität, also eigentlich genauer nur die Additivität. Wir brauchen das ja nur endlich, also sprich für zwei Mengen hier. Und dann kriegen wir also hier mit der Eigenschaft P2 heraus. Und kleinen Moment. Also auch hier vielleicht noch einmal leicht die Kamera wieder vielleicht etwas korrigiert. Also Sie sehen schon mit wechselndem Sonnenstand tue ich mir schwer, dass Sie also da immer eine vernünftige Aufnahme rechts oben haben. So, ich hoffe, jetzt schaut es wieder besser aus. Und damit ist es also jetzt das gleiche wie die Wahrscheinlichkeit von B ohne A plus die Wahrscheinlichkeit von A. Ja, und jetzt behaupte ich, Sie mal fertig. Warum sind wir jetzt fertig? Na, schauen Sie mal hin, was wir geschafft haben. Wir haben hier stehen, die Wahrscheinlichkeit von B ist das gleiche wie die Wahrscheinlichkeit von A plus noch etwas. Und dieses noch etwas ist größer gleich als 0. Weil eine Wahrscheinlichkeit ist immer größer gleich als 0. Das heißt, Sie können jetzt hier das einfach weglassen. Und damit wird es kleiner gleich. Ja, wenn Sie also etwas nicht Negatives einfach weglassen hier, dann erhalten Sie also etwas, das kleiner gleich ist, als wenn Sie das da oben weglassen. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, schreiben wir es mal explizit hin, die Wahrscheinlichkeit von B, wenn Sie jetzt also das hier verfolgen, ist größer gleich als die Wahrscheinlichkeit von A. Und Haken dahinter, das ist genau das, was wir also zeigen wollten. Also Sie sehen, Sie brauchen wieder nur ein bisschen mit der Disjunktheit und so Zusammensetzung von Ereignissen aus anderen Ereignissen rumspielen und tada, schon haben wir das. Dann bleiben wir stehen noch bei der vierten Eigenschaft. Also, was ist hier zu zeigen? Was hier zu zeigen ist, ist also, dass die Wahrscheinlichkeit von A vereinigt B das gleiche ist wie die Wahrscheinlichkeit von A plus die Wahrscheinlichkeit von B und eben wichtig, wir müssen jetzt am Ende hier noch abziehen, die Wahrscheinlichkeit von A geschnitten B. Und das tun wir jetzt auch. Also, wir beweisen es. Und wie beweist man das jetzt? Na, wie es halt immer so ist, auf irgendeiner Seite wird man anfangen müssen. Und es gibt hier mehrere Herangehensweisen, wie Sie sich also diesem Problem sozusagen jetzt nähern könnten. Also eine Variante wäre die folgende, und zwar, dass Sie wirklich beginnen, A vereinigt B jetzt komplett zu zerlegen. Und das ist vielleicht wieder die intuitivste Variante, die man also hier verwenden kann. Also man geht wirklich her, fängt echt links an und probiert einfach rechts herauszukommen. Und dazu schauen wir uns einmal A vereinigt B an und wie man es zerlegen kann. Und wenn wir uns hier A und B anschauen, dann sehen wir, dass man das disjunkt in drei Teile zerlegen kann. Und zwar der erste Teil ist hier A ohne B. Also das male ich so rot rum. Also A ohne B ist der erste Teil. Dann hier gelb markiert der Schnitt. Also das wäre A geschnitten B. Und dann markiere das also so ein bisschen grün da. Das wäre also hier dann B ohne
Und so kann man also anscheinend das A vereinigt B zerlegen. Und zwar sogar disjunkt in diesmal drei Teile. Also das ist das gleiche wie die Wahrscheinlichkeit von A ohne B, disjunkt vereinigt mit A geschnitten B, disjunkt vereinigt mit, die sind ja alle disjunkt zueinander, also paarweise disjunkt, B ohne A. Und jetzt können wir wieder unsere wunderbare Eigenschaft P2 verwenden, also wieder die Additivität, also eigentlich die Sigma-Additivität, aber wir brauchen sie nur für drei Mengen, deswegen nennt man es dann eben nur Additivität. Und wir sehen, es ist das gleiche wie die Wahrscheinlichkeit von A ohne B plus die Wahrscheinlichkeit von A geschnitten B plus die Wahrscheinlichkeit für B ohne A. Und jetzt sollten Sie sich an der Stelle denken, hurra, da wissen wir ja schon was. Und zwar, was wir schon wissen, ist, dass wir ja in Elston sogar schon gezeigt haben, wie wir die Wahrscheinlichkeit einer Differenz, einer Mengendifferenz eben darstellen können. Und genau das ziehen wir jetzt einfach durch. Das heißt also, vielleicht male ich Ihnen das da jetzt grün an. Also ich sehe gerade, das ist nicht Konsistenz zur Skizze. Also male ich Ihnen das rot natürlich an. Also Sie wissen, das hier ist das gleiche wie die Wahrscheinlichkeit von A minus die Wahrscheinlichkeit von A geschnitten B. Dann male ich Ihnen das nächste grün an. Das da ist also das gleiche wie die Wahrscheinlichkeit von B minus die Wahrscheinlichkeit von A geschnitten B. Jetzt weiß ich schon, manche von Ihnen denken sich jetzt wahrscheinlich, warum ist das nicht B geschnitten A? Achtung, der Schnitt ist symmetrisch. Ja, Sie können A und B im Schnitt vertauschen. Das ist das Gleiche, wenn Sie also die Frage stellen, was sind alle Elemente, die in beiden Mengen liegen, dann ist wurscht, ob Sie die eine Menge zuerst oder als zweite aufzählen. Und dann nicht vergessen, haben wir am Ende noch plus die Wahrscheinlichkeit von A geschnitten B, die war also einmal eh schon dabei. Und dann sehen Sie also, können wir das dann mit dem da wegstreichen. Und wir sind fertig, also schreiben wir es nur sauber hin. Es steht also da, die Wahrscheinlichkeit von A plus die Wahrscheinlichkeit von B und dann also hier minus die Wahrscheinlichkeit von A geschnitten B. Und das ist genau die rechte Seite, dort wo wir rauskommen wollten. Ich markiere Ihnen das also hier in gelb. Also wir haben es geschafft. Die Wahrscheinlichkeit von A vereinigt B ist das gleiche wie die Wahrscheinlichkeit von A plus die von B minus die von A geschnitten B. Und das ist also das, was wir hier zeigen wollten. Okay, damit haben wir also schon erste wichtige Eigenschaften und Rechenregeln kennengelernt. Und ich glaube, das liefert Ihnen auch ein gewisses Gespür für, wie man eben mit diesem Wahrscheinlichkeitsmaß umgeht. Natürlich richtig viel Gespür und Intuition entwickelt man dann natürlich aufgrund von vielen Beispielen, die man dann macht. Und das ist eben ein ganz wesentlicher Punkt, dass man jetzt dann von diesen Rechenregeln explizit zu Beispielen kommt. Und das wird also unser bisschen nächster Schritt sein, dass wir uns jetzt ganz bestimmte Situationen, Zufallsexperimente anschauen und uns ein bisschen überlegen, können wir die bereits modellieren. Also, für heute will ich Ihnen als Abschluss jetzt noch ein paar Beispiele präsentieren und wo wir dann auch sehen, dass wir natürlich mit diesen Rechenregeln auch schnell Dinge ausrechnen können. Also, Beispiele. Also ganz einfache Beispiele, die wir hier mal kennenlernen wollen, vielleicht manche, die wir eigentlich sogar halb schon kennen. Und das erste Beispiel wird also hier sein Würfeln. Natürlich eines, das ich Ihnen eigentlich schon präsentiert habe, aber wo wir jetzt wirklich versuchen, explizit den Wahrscheinlichkeitsraum hinzuschreiben. Und beim Würfeln, also ist uns eine Sache klar und bitte, das soll also mit einem fairen Standardwürfel passieren. Das ist das Modell, das wir haben wollen. Und ich glaube, was klar ist, ist, die Menge der möglichen Ausgänge kodieren wir mit den natürlichen Zahlen von 1 bis 6. Dann, was ist die nächste Frage? Die nächste Frage ist, was sollte hier die Menge aller beobachtbaren Mengen sein. Also man spricht ja von beobachtbar, das ist äquivalent zu Ereignis. Und was sollten hier Ereignisse sein? Und da einigt man sich darauf, jede Teilmenge soll ein Ereignis sein. Wir sollen also alles beobachten können. Bei so einer einfachen Menge von Elementarereignissen, also die Menge der Ausgänge hier, können Sie also meistens ganz bedenkenlos nehmen, als Ereignisraum die Potenzmenge. Also sprich, schreiben wir es uns nochmal hin, das sind alle Element, also alle
alle a die Teilmenge von Omega sind. Also das bedeutet auf gut Deutsch, jede Teilmenge von Omega ist ein Ereignis. Und ich kann Sie ein bisschen beruhigen, also für einfache Zufallsexperimente können Sie meistens eben diese Potenzmenge einfach nehmen, das ist überhaupt kein Problem. Nur leider, wenn die Zufallsexperimente schwieriger werden und vor allem ihre Ausgänge schwieriger werden, darum geht es dann schlussendlich, dann kann es eben sein, dass dieses F leider nicht mehr so gewählt werden kann. Aber für sowas Einfaches, kein Problem, kann man es so wählen. Und jetzt müssen wir uns überlegen, was wir haben wollen. Ja, jetzt machen wir eine kleine Beobachtung. Was wir gerne hätten, das ist sozusagen die Forderung. Wir hätten ganz gerne, dass für jeden Ausgang gilt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Ausgang eintritt, bitte als Ereignis, und da müssen Sie eine Mengenklammer rummachen, also die Menge, die nur Omega enthält, das ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass Omega, also ein ganz bestimmter Ausgang, eintritt. Bitte, Sie können nicht die Wahrscheinlichkeit von Omega hinschreiben, weil die Wahrscheinlichkeit operiert auf Teilmengen von Omega. Also bitte, das ist wichtig, hier brauchen Sie Mengenklammern rum, damit es eine Teilmenge von Omega ist. Und ein Element von F somit, also der Potenzmenge. Und die Forderung ist die, und wenn man sowas fordert, malt man oft Rufezeichen drüber, das soll immer die gleiche Wahrscheinlichkeit P geben. So. Und P ist also irgendwas aus 0,1, das fixiert sein soll. Und das ist natürlich genau das, was wir uns vorstellen unter einem Würfel, dieser hohen Symmetrie, die dort auftritt, egal ob Sie jetzt die Augenzahlen woanders hinmalen. Es sollte jede Seitenfläche dann trotzdem mit der gleichen Wahrscheinlichkeit auftreten, was in Interpretation über diesen frequentistischen Zugang dann also heißt, wenn Sie verdammt oft würfeln, sollte der Anteil von einem 1, einem 2, einem 3, einem 6er in etwa der gleiche sein. Und das ist genau die Forderung, die wir jetzt ans Wahrscheinlichkeitsmaß stellen. Das ist also eine Forderung an P. Und P soll also nur mal ein Wahrscheinlichkeitsmaß sein. Das bedeutet, das ist auf der ganzen Potenzmenge definiert. Also auf unserem F hier nimmt also Werte in 0,1 an und die Frage ist eben, was ist dieses P? Was ist dieses P auf Grundlage dieser Forderung? Na, und jetzt kann man ein bisschen nachdenken anfangen. Wir wissen ja, wenn es ein Wahrscheinlichkeitsmaß sein soll, dann natürlich muss auch gelten, dass die Wahrscheinlichkeit eben 1 ist und zwar der ganzen Menge Omega. Jetzt auf der anderen Seite können Sie Folgendes machen und zwar Sie können Omega ganz gewieft darstellen als eine disjunkte Vereinigung. Und zwar über alle Elemente in Omega. Das heißt, Sie können einfach hergehen, Sie nehmen also quasi Omega als große Schüssel, nehmen jedes einzelne unterschiedliche Element natürlich heraus und packen es sozusagen in eine eigene Schüssel. Wenn Sie die natürlich alle wieder zusammennehmen, ja, nona, dann haben Sie wieder also das ganze Omega. Und bitte, das Plus da drinnen heißt, bitte, Sie nehmen kein Element mehrfach. Ja? Also Sie nehmen nur die unterschiedlichen Elemente und damit haben Sie ja disjunkte Vereinigung. Und bei uns ist natürlich so, das sind endlich viele, überhaupt kein Problem. Und damit sehen wir, dass die Wahrscheinlichkeit von Omega, weil wir die ja als diese disjunkte Vereinigung schreiben können, das gleiche sein muss wie die Summe über alle Ausgänge klein Omega und dann die Wahrscheinlichkeit für klein Omega. Und die haben wir schon P genannt, das ist ja die Forderung, die soll für alle gleich sein. Und jetzt haben wir da also eine Summe stehen. Und zwar die Summe ist wie folgt, die Summe wird hier nur über P gebildet. Und wenn man die Summe hier nur über P bildet, dann erhält man jetzt was? Einfach so viele Ps, die man aufsummiert, wie das Omega Elemente hat. Das heißt, es ist die Anzahl der Elemente von Omega, die ich hier mit Betrag schreibe, mal P. So viele Elemente, wie Omega hat, summieren Sie immer ein P auf. Und jetzt sehen Sie aber da oben, das muss gleichzeitig 1 sein. Ist gleich 1. Das heißt, die Konsequenz aus dieser Forderung hier oben ist, dass P gleich 1 durch Omega sein muss. Durch die Anzahl der Elemente von Omega sein muss. Und das ist was, was Ihnen wahrscheinlich ja unglaublich nicht unbekannt vorkommt. Also es muss die Wahrscheinlichkeit für jeden einzelnen Ausgang genau 1 durch die Anzahl der Elemente von Omega sein. Ansonsten geht sich das da nicht aus, dass alle gleiche Wahrscheinlichkeit tragen. Okay? Weil die ganze Wahrscheinlichkeit der ganzen Menge, die muss ja 1 sein. Und damit kann man jetzt also noch einmal wie folgt sagen, was also auf P zutreffen muss. Also für P soll also gelten, dass für alle kleinen Omega, also alle Ausgänge aus Groß Omega hier gelten soll,
Die Wahrscheinlichkeit für einen solchen Ausgang als Ereignis ist 1 durch die Anzahl der Elemente von Omega. Und jetzt ist die Frage, können wir das Wahrscheinlichkeitsmaß dann vielleicht für alle Ereignisse gleich hinschreiben? Die Antwort ist auch hier ja, genau mit dem gleichen Trick, den Sie vorher gesehen haben. Und zwar, wenn Sie jetzt nämlich irgendeine Teilmenge von Omega nehmen und Sie wollen die Wahrscheinlichkeit von A ausrechnen, dann können Sie wieder den gleichen Trick machen und sagen, naja, das ist einfach die disjunkte Vereinigung von allen Elementen, allen Elementen, die jetzt nicht mehr in Omega, sondern in A liegen, und dann disjunkt vereinigen Sie die einfach auf. Sie verwenden wieder die Additivität des Maßes und sagen, okay, das ist das gleiche wie die Summe über alle Omega in A Wahrscheinlichkeit für Omega. Und Sie wissen, das hier ist wieder dieses P, also sprich, das ist 1 durch die Anzahl der Elemente von Omega und Sie summieren hier über alle Elemente von A auf, bitte, und mehrfach zählen Sie sie nicht auf. Ja, und was sehen Sie da? Da kriegen Sie also jetzt jedes Mal einen Summanden für jedes Element, das in A liegt. Das heißt also, Sie kriegen die Anzahl der Elemente von A durch die Anzahl der Elemente von Omega heraus. Wenig überraschend, aber trotzdem was, über das man mal nachdenken muss. Was ist wirklich die Voraussetzung, die Sie haben und was kommt heraus? Und das heißt, Sie können jetzt ganz explizit das Wahrscheinlichkeitsmaß angeben. Das ist also diese Abbildung, die auf der ganzen Potenzmenge liegt. Werte in 0,1 annimmt und eine Menge A abbildet auf die Anzahl der Elemente von A durch die Anzahl der Elemente von Omega. Und das ist also das Wahrscheinlichkeitsmaß, das wir zum Beispiel beim Würfeln verwenden möchten, und man nennt es also die Gleichverteilung. Gleichverteilung auf Omega. Man spricht ja auch hier von der uniformen Verteilung. Das ist also nur ein anderes Wort für Gleichverteilung. Und Verteilung, das Wort kommt daher, weil Sie eben sagen wollen, wie sich die Werte verteilen, wie die Ausgänge sozusagen mit Wahrscheinlichkeiten belegt werden. Und das heißt eben auch oft uniforme Verteilung. Also uniforme Verteilung. Auch auf Omega. Das sind sozusagen hier die Worte dazu. Jupp, jupp. Und was Sie hier jetzt auch noch beachten können, ist, dass man dann oft hier einen bestimmten Namen vergibt. Und zwar nennt man denn das oft U-Omega. Das ist dieses Wahrscheinlichkeitsmaß hier, sozusagen das definieren wir dann so. Und das ist also eine Kurzschreibweise, dann zu sagen, wir wollen eben eine Gleichverteilung, eine uniforme Verteilung verwenden. Das bedeutet also, wir wählen das Wahrscheinlichkeitsmaß genau so. Also, wir wollen zum Beispiel ein korrektes Modell eines fairen Würfels haben. Und was Sie jetzt aber erkannt haben, ist, ich habe zwar oben begonnen und zu sagen, wir nehmen und wollen einen fairen Würfel haben, aber theoretisch ist es so, dass diese Definition, die wir jetzt hier getroffen haben, und diese Herleitung, also wie soll man sagen, Motivation dieses Wahrscheinlichkeitsmaßes, Sie jetzt machen können für jedes Omega, also für Omega ungleich leer ist eh immer klar, Sie wollen nie die leere Menge haben, mit, und wichtig ist aber, dass die Anzahl der Elemente von Omega endlich ist. Okay? Das heißt also, wann immer Sie eine endliche Menge haben, können Sie zum Beispiel eben die Gleichverteilung betrachten, und bei der Gleichverteilung eben besonders fein ist, Sie nehmen die ganze Potenzmenge als Ereignisraum und Sie haben ein ganz einfaches Wahrscheinlichkeitsmaß, mit dem man gut rechnen kann. Und natürlich, bitte, ist Ihnen, glaube ich, schon klar, das ist halt ein einfaches Wahrscheinlichkeitsmaß und das modelliert halt nicht jedes Problem auf der Welt. Ja? Aber es ist eines, mit dem man schon mal sehr viel verstehen kann. Und eben das klassische Beispiel wäre eben, wenn Sie würfeln, oder? Also was wäre jetzt sozusagen das korrekte Modell fürs Würfeln? Das wäre eben jetzt der Wahrscheinlichkeitsraum, wo Sie als Omega die Zahlen von 1 bis 6 nehmen. Dann eben die Potenzmenge von diesem Omega, also von den Zahlen von 1 bis 6. Und dann schlussendlich also hier die Gleichverteilung auf den Zahlen von 1 bis 6. Und das ist also ein Wahrscheinlichkeitsraum. Und ich würde wohl
glauben, das ist der Wahrscheinlichkeitsraum, der uns also das faire Würfeln modelliert. Also dieser Wahrscheinlichkeitsraum, den wir hier haben, ist also dann das Modell. Und weil der so wichtig ist und so oft auftritt, gibt der sogar einen eigenen Namen, nicht nur für den Würfel, sondern ganz allgemein. Also allgemein, wenn Sie ein solches Omega haben, dann ist es so, dass der Wahrscheinlichkeitsraum eben bestehend aus diesem endlichen Omega, der ganzen Potenzmenge und dann eben der Gleichverteilung auf diesem endlichen Omega, das nennt man dann Laplace-Raum. Also nach dem berühmten Mathematiker Laplace, Sie wissen auch, der hat also nicht nur in der Mathematik vieles geleistet, sondern auch in der Physik zum Beispiel. Also nach dem benannt ist dieser Wahrscheinlichkeitsraum und der heißt eben Laplace-Raum. Man spricht auch dann oft von Laplace-Wahrscheinlichkeiten. Also das heißt, jedes einzelne Ereignis, also Elementareignis als Ereignis gesehen, so muss man sagen, also jeder einzelne Ausgang hat gleiche Wahrscheinlichkeit aufzutreten. Und das ist also ein ganz simples Modell, das aber bereits ziemlich strapazierfähig ist. Also zumindest für so endlich viele Ausgänge. Und das ist eben ganz ein wichtiger Punkt. Also damit wir jetzt einen Namen haben und nicht jedes Mal sozusagen das neu motivieren müssen, so wie es Ihnen jetzt gezeigt hat, können wir in Zukunft einfach sagen, wir nehmen einen Laplace-Raum. Okay. Mit dem Laplace-Raum wollen wir gleich noch ein zweites Zufallsexperiment modellieren. Und zwar das zweite Zufallsexperiment soll jetzt nicht nur das Würfeln sein. Also ich will Ihnen jetzt zeigen, wir haben jetzt eigentlich natürlich schon wieder ein ausgedehntes Konzept uns jetzt also hier überlegt. Und das ausgedehnte Konzept läuft also hier wie folgt. Sie könnten zum Beispiel jetzt auch sagen, Sie nehmen Omega ist gleich die Menge, die besteht aus K und, also schreiben wir wirklich hin, aus Kopf und aus Zahl. Also wir könnten das natürlich auch kodieren durch einfach nur ein Z und ein K oder irgendwie sowas in der Richtung oder schreiben wir halt Kopf und Zahl. Und das soll jetzt also also was wir modellieren wollen, ist der Wurf einer fairen Münze. Und bitte, Sie ignorieren vollkommen, dass diese Münze auch auf Rand fallen kann. Ja? Also ich sage immer dazu, wenn Sie der Meinung sind, dass das mitmodelliert gehört, haben Sie wahrscheinlich zu viele schlechte Actionfilme gesehen. Also das ist so vernachlässigbar, weil es einfach de facto fast nie auftritt, das entspricht auch unserem Erfahrungsschatz. Also meistens, wenn wir jetzt im Hörsaal wären, würde ich Sie also fragen, ist Ihnen schon mal eine Münze auf Kopf gefallen, auf Rand gefallen? Und dann wird vielleicht irgendjemand aufzeigen und sagen, ja, mir ist das tatsächlich schon mal passiert. Erstens weiß ich dann nicht, ob es stimmt. Und zweitens sieht man dann schon, also wir haben alle wahrscheinlich schon viele Münzen geworfen und das ist halt etwas, was wahnsinnig, wahnsinnig selten eintritt und wir in der Modellierung dann quasi ignorieren. Ja? Und deswegen könnten wir dann wieder hergehen und sagen, okay, wir nehmen also wieder den Laplace-Raum, wie man sagt, auf Omega. Und der unter Anführungszeichen ist Modell für eben Wurf einer fairen Münze. Also für Wurf einer fairen Münze. Und fair ist eben genau die Bedingungen, die man so verbalisiert, jeder Ausgang hat gleiche Wahrscheinlichkeit, also Wurf einer fairen Münze. Also auch dafür kriegen Sie sofort ein Modell, ohne dass wir jetzt sozusagen nur mal die ganzen Bedingungen wieder kauen müssen. Und ich glaube, damit ist Ihnen klar, dann können wir halt sofort hinschreiben, wenn dieser Laplace-Raum jetzt dann wieder den Namen kriegt, Omega FP, wir können ihn ja wieder so benennen, oder? Dann haben wir eben, dass die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis Kopf halb ist. Und das ist natürlich genau das Gleiche wie die Wahrscheinlichkeit für Zahl. Okay, das kann man ausdehnen, indem man sagt, naja, interessant könnte doch durchaus auch sein, dass man nicht nur eine Münze wirft, sondern zwei Münzen wirft. Das heißt, wir nehmen Kopf und Zahl zum Quadrat. Und bitte zu beachten, das sind jetzt Paare. Gell? Das heißt also, was wir jetzt da haben, ist die Menge aller kleinen Omega aus Groß-Omega. Und wobei beide, also Komponenten, das schreiben wir vielleicht doch nochmal ausführlich hin, also ein so ein kleines Omega, besteht jetzt aus zwei Komponenten. Das ist eben ein kartesisches Produkt, was wir jetzt da haben. Also als Omega 1, Omega 2 hat jetzt zwei Komponenten.
Und jedes Element da ist so beschaffen, dass Omega 1 und Omega 2 entweder Kopf oder Zahl ist. Also sprich, Element dieser Menge, die hier quadriert wird. Und deswegen bitte Achtung, das heißt, alle Ausgänge sind jetzt Paare. Und ein so ein Beispiel wäre, Sie könnten halt rauskriegen, zum Beispiel das erste Mal Kopf und beim zweiten Münzwurf Zahl, das wäre eben so ein Element jetzt von Omega. Und da könnte man sich wieder fragen, ja, was ist ein vernünftiges Modell? Und da ist es auch wieder so, wenn Sie jetzt den Laplace-Raum auf Omega betrachten, bekommen Sie damit ein Modell für das Werfen zweier fairer Münzen. Und da kann ich gleich dazu sagen, da gibt es noch etwas, das man Unabhängigkeit nennt, das wir später genauer verstehen werden. Und intuitiv ist es Ihnen aber klar, das Ergebnis der ersten Münze beeinflusst nicht das Ergebnis der zweiten und umgekehrt. Ja? Das heißt also, diese beiden Münzen, müssen Sie sich vorstellen, habe ich da in meiner Hand, werfe sie hoch und egal, was die Münze tut, deswegen lasse ich die andere nicht beeinflussen. Ich schaue mir die Ergebnisse an, das ist die erste Komponente, das ist die zweite Komponente. Ja? Und warum das wirklich dazu führt, dass auch wirklich streng mathematisch gesehen diese beiden Würfe voneinander unabhängig sind, das werden wir noch sehen. Ich kann Ihnen aber vorausschauen, das gleich schon sagen, dieser Laplace-Raum, der macht genau das, der ist ein richtiges Modell dafür, dass diese Würfe unabhängig voneinander eintreten. Sie könnten gerade so gut hergehen und sagen, naja, aber ich will keine Münzen werfen, sondern ich möchte vielleicht hergehen und sagen, okay, ich will jetzt zwei Würfel werfen, dann nehmen Sie einfach das kartesische Produkt von 1 bis 6, der Menge der Zahlen 1 bis 6 mit sich selber und nehmen dann da den Laplace-Raum drauf. Also wieder den Laplace-Raum auf diesem Omega. Und das wäre ein Modell für das Werfen zweier fairer Würfel. Also für das Werfen zweier fairer Würfel. Und Sie bitte können alles nehmen, was Sie wollen, also irgendein Omega mit endlich vielen Elementen. Und dann sehen Sie, dass Sie sogar die Wiederholung mit reinbauen können. Also sprich, dass Sie eben, wie gesagt, Würfel nicht nur einmal werfen, sondern gleich zweimal werfen. Das als gemeinsames Zufallsexperiment betrachten. Das können Sie also bereits mit der Laplace-Verteilung, zumindest bitte, wenn alle Ausgänge gleiche Wahrscheinlichkeit haben, das ist halt ein wichtiger Punkt, hier verorten. Und wie gesagt, auch hier könnte man wieder sagen, also gleich dazu ergänzen, das ist das unabhängige Werfen. Und also die beiden Würfel beeinflussen sich dann auch nicht gegenseitig. Und was das dann heißen wird, dieses unabhängig, das setzen wir jetzt nur unter Anführungszeichen, ist Ihnen intuitiv klar, aber muss natürlich später dann auch noch genauer präzisiert werden. Okay, damit bedanke ich mich für heute. Also zusammengefasst, was haben wir heute gesehen? Wenn wir vielleicht dann nochmal ein bisschen rekapitulieren. Sie haben also jetzt am Anfang nochmal gesehen, was ein Zufallsexperiment ist, wie man ein Zufallsexperiment quasi in die, also bis hin über die relativen Häufigkeiten zu einem Wahrscheinlichkeitsraum bringen, das dann ein Modell für dieses Zufallsexperiment ist. Was Sie sich unbedingt als Bilder im Kopf behalten sollten, sind die Eigenschaften von relativen Häufigkeiten, die sich dann auf Ereignisse und bis hin zu Wahrscheinlichkeitsmaßen übertragen. Also die Definition des Wahrscheinlichkeitsmaßes sollte Ihnen natürlich vorkommen. Diese Sigma-Additivität natürlich, muss ich gestehen, die müssen Sie sozusagen als Voraussetzung einfach schlucken und mir glauben, dass das also sozusagen das Korrekte ist, das hier abzählbar zu machen. Sie müssen dann jetzt also davon überzeugt sein, das hoffe ich, also Sie müssen nicht, aber ich hoffe, dass Sie das sind, dass der Wahrscheinlichkeitsraum das korrekte Modell ist. Sie haben also erste Eigenschaften kennengelernt, wie man mit Wahrscheinlichkeitsmaßen rechnet. Also diese Eigenschaften sind Rechenregeln. Und am Ende haben wir jetzt also noch ein paar Beispiele kennengelernt, und zwar schon ganz wesentliche von sogenannten diskreten Wahrscheinlichkeitsmaßen, also wo man endlich viele Ausgänge haben und dann sogar in diesen Fällen jetzt immer nur verwendet haben, dass alle Ausgänge die gleiche Wahrscheinlichkeit besitzen, was zu einer ganzen Klasse von Wahrscheinlichkeitsmaßen geführt hat, und zwar den Gleichverteilungen auf endlichen Omegas. Ja, und damit bedanke ich mich für heute und bis zum nächsten Mal.